Hey auch Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands 2 und mit dem perfekten Parkstil von Dominik. Ja, ich kann einparken. Habe ich so gelernt. In GTA. Ich hoffe doch aber nicht in GTA Online. Nein. Mir fällt doch immer noch ein, wir müssen irgendwann mal endlich GTA 2 diese Trophäe zumindest machen mit dem Goliath. Ach, ja. Irgendwann mal, wahrscheinlich so zum Ende hin des Let's Plays. So als Special oder so. Genau, wir wollen uns damit abmühen, die Trophäe zu ergattern. Sofort. Ja, natürlich die ganze Zeit, herumlaufen lassen. Ich hasse diese Gegend. Wieso? So, sieht doch schön schrottig aus. Gut, du hast es bis in die Forge geschafft, aber versuch mal in mein Quartier zu kommen, du Lusche. In meinen Bau kommt keiner rein. Kannst du voll knicken? Flyboy denkt, er sei gut geschützt, aber ich habe drei Zugänge zu seinem Schlupfwinkel gefunden. Geh zur Battle-Liste und baller dich durch einen der Zugangspunkte. Dann kriegst du deinen Kampf mit Flyboy. Der arme okay. Kerl ahnt nicht, was ihm blüht. Er tut mir fast leid. Fast. Auch nur fast. Genau, aber auch nur fast. Potent wie ein Pony, immer noch bester Name für ein Skill. Warum nicht? So, apropos Skill, schauen wir mal. Ja. Ich müsste echt mal nochmal irgendwann meinen Skillbaum resetten und dann nochmal komplett neu skillen. Meine Torque Security Boys putzen dich von der Platte. Du kommst hier nicht rein und wenn du Scheiße schreist. Die Jungen von heute und ihre verrückten Sprüche, was? Genau. Du sprichst mir aus der Seele, Torch. Übrigens, bevor wir das nächste DLC in Angriff nehmen, müssen wir auf jeden Fall die Mission von der Oma von Forge machen. Ja, guck mal. Wird sich irgendwie machen lassen. Ja, die ist lustig. So, ich muss jetzt echt mal kicken, dass ich irgendeine andere Waffe nehme, ey. Die geht mir langsam auf den Sack. Ja, ich hab grad zu meiner Schotti gewechselt. Mit der langsam. Mit, dass sie so langsam nachladen, ey. Das ist eklig. Ja, irgendwie ist das wirklich eklig. Vor allen Dingen, ich habe ja hier Shadow Warrior gespielt und da bin ich ganz andere Nachladezeiten gewöhnt. Ja, ist mal allgemein bei den ganzen Spielen. Das Einzige, was mich so an Shadow Warrior angepisst hat, dass du bei jedem Kontrollpunkt immer kurze Speicher- und Ladesequenz hattest. Also wo das Spiel mal kurz stehen geblieben ist, um zu speichern. Hol doch mir hier gerade lang. WTF? Irgendwo. Achso, ja, wir sollten ja bloß den ersten Schalter machen. Wo ich mir so am überlegen bin, wenn man das irgendwie macht dann vielleicht eher so am Rechner oder so, weil... Aber wenn ich es geil finde, dass das Spiel auf Konsolen erschienen ist, aber... Dieses teilweise Unterbrechen durch die Speicherpunkte, das ist so eklig. Ja, aber lässt sich dann scheinbar nicht anders machen. Ja. Na gut, das Spiel ist gerade mal 8 GB groß. Auf der Konsole. Ich helfe dir. Ja. Ich will die einfach mal mit dem Schiff weggeklatscht haben. Also ich bin der Meinung, mit ein bisschen Optimierung könnte man das wohl hinkriegen, dass es vernünftig auf der Konsole läuft. Ja, hab schon von diesem Flyboy gehört. Totaler Noob. Halt dich an die Basics, die ich dir beigebracht habe. Dann kann nichts schief gehen. Was für Basics denn? Tonnenweise Cookies fressen? Halt die Klappe, Boxy! Du verlierst meine Methode nicht! Ich nehm's zurück, Süße. Du weißt, ich liebe dich. Verzeihst du mir? Ach, tja, klar, wenn du meinst. Ja, die Szene ist schon
Merkwürdig. Ist seltsam. Okay, bleib doch lieber bei Shotgun. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich hätte schwören können, dass ich meine bessere Shotgun hatte. Ich weiß, was du meinst. Man ist mit irgendwie durch unseren overpowerten Mitstreiter gewöhnt mittlerweile. Fanat raus! Voll in die edlen Teile! Helikopterpiloten, ihr werdet nachlässig. Wenn der Equalizer bei einer Haftwende aussteigt, müsst ihr zum Ausgleich den Yawcraft hochfahren. Ihr Idioten habt wohl noch nie einen B-19 gesucht. Bin ich der Einzige, der hier irgendwas drauf hat? Stirb! Ich bringe dich weich! Oh. Ich konzentriere. Halt durch! Ich mit dieser Autogun muss man einfach. Alter, wie der Typ einfach so da. Der hört gar nicht gerade auf mit seinen scheiß Raketen. Hier doch. Und noch ein Geschützkick. Bam! Bam! Korrosion oder Explosionswaffen helfen hier ganz gut. Ja, wäre mal nützlich. Gucken wir, was haben wir denn dann so. Autsch. Ach, wisst ihr was, ich pack einfach hier den Verkehr raus. Hab meine neue Stärke! Oh, darf man jetzt mal Munition kaufen müssen hier. Ben. Na, wo ist das? Und tot. Okay. Sehen aber echt gut aus, manche. Ja, manche sehen gar nicht mehr so scheiße aus. Das ist recht. Oder. Ich hoffe, wir finden und vorher noch mal so einen scheiß Munitionsschutz. Also. Ja. So. Mit der VK. Wo kann sein, warum kann ich es hier öffnen? Türkische Gewalt autorisiert. Was? Türkische Gewalt? Was für türkische Gewalt? Habe ich gerade so verstanden bei dem. Türkische Gewalt aktiviert. Ja. Tödliche Gewalt. Ach, tödliche. Hey, könnt ihr ja mal. Gut, bei tödlich und türkisch kann man natürlich leicht verwechseln. Und wir laufen gerade falsch, um mal so zu enden. Echt? Ja. Yep. Nein, laufen wir nicht. Ich folge dir einfach. Du wirst mich schon führen. Denn ich bin der Führer. Die Worte des Führers klangen in meinem Ohr. Drei Dinge, die immer gehen. Wurst, Pudding und Hitlerwitze. Wie kommst du auf Wurst und Pudding? Weil ich Hunger hab. Mist. Muss man da hoch? Ja, schön diese total geile Spawn-Animation, aber es interessiert mich scheißdreck. So. Solange sie selbst glauben, kann ich sie wirklich töten. Außer Handsome Jack. Der ist aber bereits tot. Hyperion hofft, dass sie aus ihrem Tod gelernt haben. Sagen, weil da bin ich nicht hochgekommen. Ich meine, irgendwo müssen wir lang. Wollte gerade sagen, warum laufen wir nicht einfach wieder zurück? Genau. Naja, nicht da zurück, aber ich meine oben entlang. Also da, wo wir. Wieso oben? Naja, direkt entgegengesetzt. Sieht eher, wenn ich mir die Karte angucke, aus, als ob wir da hinkommen.
Hä, wo müssen wir denn hin? Sag ich doch. Ich folge dir jetzt einfach mal. Auch wenn ich eher denke, dass wir, wie gesagt, hinten lang müssen. Also beim Spawnpoint entgegengesetzt. Okay. Von diesem beschissenen Aufdecken der Karte. Ja, irgendwie deckt das gar nicht richtig auf, finde ich. Nochmal Flyboy, ist nur damit das bleibt. Falls irgendwer von euch daran denkt, Pisten zu exen, bevor ich es tun kann, bring ich ihn um. Ich will auf Pistens Tabellenplatz, seit ich hier bin. Und keiner macht ihn kalt außer mir. Keiner! Ich glaube, ich habe hier einen Weg gefunden. Glaubst du? Ich vermute. Du hoffst. Richtig. Ja, es sieht sogar gut aus. Ja, ich hab's gefunden. Haha. Ein Hoch auf mich. Hinter uns. Einfach ignorieren. Oder abschießen. Gewalt gegen Tiere. Beste. Flyboy ist so arrogant, dass er denkt, seine Copter-Armee wird ihn beschützen. Aber ach, sobald nein. Du die ausgelöscht hast, wird er merken, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ikaros-Symbolik. Ja, hier war Muni. Wenn du Flyboys Männer killst und seine Spielsachen klaust, lädt er dich in seinen Unterschlupf ein, damit er dich umlegen kann. Ach, die Torheit der Jugend. Markus Munition. Komm jederzeit wieder vorbei. Bist du schon... Und ja... Ja, so. Da 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 da. Luft hochhalten! Erstmal Jan. Nachladen. Ey, das ist so egal, wo die Ratte wieder sein. Voll einfach die ganze Zeit drauf. Na komm. Fall. Nummer 1 tot. Nummer 2 tot. Sammel mal das Ganze auf, was da runterfällt. Ja, ich guck mal, wie ich das hab. Ist das Kokosnuss oder hat man das? Kisten. Ach, nee, ich schreck mal. Och, geht mir aber nicht auf den Zünder. Ich bin auch schlau, der hat die UFO eigentlich nicht gefunden. So. Ja, gehen wir nicht auf den Sender. Das haben wir. Irgendwo da hinten nicht, aber. Noch einer. Ja, ich. Komm her. So, das wäre. Einfach mal mit dem Gewehr abwerfen. Luft, oh Halt! Verdammt, verdammt, verdammt! Oh. Es zerstört die Außenhülle! Oh. Verdammt, 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 verdammt! Alles probieren. Ach gut, wahrscheinlich, weil ich so einen Vogel mit der Knarre runtergeholt habe. Und zwar wörtlich mit der Knarre. Bam! Es riecht sich durch das Metall! So, wir können gehen. Wie geil sich das anhört. Es frisst sich durch das Metall! Ja, die Voice Samples sind sehr auch ziemlich geil. Yeah. Der Badassität des Kammerjägers steht nun nichts mehr zwischen ihm, Schrägstrich ihr, und dem Gladiator Nummer 2. Das wird voll krank. Der Weg in Flyboys Unterschlupf steht offen. Geh rein und zeig sie. Leb wohl, mein Freund. Ah, wie kommen wir jetzt am Schnitt, ne? Genau, nicht. Markus brachte unser Geld.
Jetzt müssen wir, warte, zurücklaufen zum Spawnpunkt. Ach du Elend. Na denn. Feuer frei. Laufen, unsere Lieblingsbeschäftigung. Genau. $40. Ich bin schon mal überlegen, ob ich hier wirklich gleich einen Clean Cut setze. $550 gefunden. Yay. Wir haben überhaupt nicht mehr. Du kannst auch hier lang laufen. Ja, könnte man. Ich halte einfach deinen Arsch im Blick. Genau. Du Pädophiler, Mistkerl. Hey, ich bin ein einfacher Soldat, was hat das? Ja, ein einfacher Soldat, der auf kleine Mädchen steht. Hm? Es gab nichts eines im Krieg. Kleine Mädchen mit großen Knarren in den Händen, oder was? Ja, mit großen Knarren. Oh mein Gott, Alter. Die Leute denken echt, wir haben Dinger an der Waffe. Das denken die jetzt erst? Schätze ich mal. Würde die Scheißkarte sich endlich mal aktualisieren, finde ich. Ich habe mich keine Ahnung. Du weißt, dass du falsch läufst. Deswegen meinte ich gerade, ob die Scheißkarte sich endlich mal aktualisieren wird. Okay, dann. Au! Hast du das gerade abgeschossen? Nein, ich habe bloß gerade gesehen, wie der Geschütz sich sehr schnell verabschiedet hat. Außerdem hättest du den mitgekriegt, dann wäre grün gewesen. Ich hasse diesen Bosskampf. Ist das wirklich so ekelhaft? Ja. Meine Raketenwerfer ist ein großes Pissen hier an Bord, Baby. Egal, was mit diesem Loser Flyball geschieht, du wirst die Forge nicht lebend verlassen. Ja, lalalala. Folgen wir einfach mal den Pfeilen. Ja, wir haben nicht uncool, Weichei. Hast dich schwer reingehängt, nur um gleich deinen letzten Furz zu husten. Sobald ich in dem Kopter sitze, könnte Bahamut selbst mich nicht stoppen. Ich zeig dir, was ein echter Badass ist. Ah, gut, jetzt versteh ich, warum du es nicht abkannst. Du siehst ein Muster, ne? In wenigen Augenblicken heißt es Flyboy gegen den Kammerjäger. Hey, raus aus meinem Echo, Lady. Die Co-Moderation war eine einmalige Sache. Sorry, Talk, aber wenn schwitzende Körper im Clinch liegen, bin ich einfach die geeignetere Moderatorin. Und sexuelle Anspielungen machen kann ich auch. Ach so, da. Der heutige Kampf zwischen Flyboy und dem Kammerjäger. Das gibt einen Bums. Das gibt wirklich einen Bums. Hier ist Feierabend für dich, du Wurst! Ich schraub dir meinen Kopter in dein beschissenes Rückgrat! Flyboy! Es kann losgehen! Flyboy gegen Kammerjäger! Heilige Kotzscheiße! Ein riesiges Luftschiff hat gerade Flyboy getötet! Das ist gegen jede Regel. Ich möchte sofort wissen, wo der Schiedsrichter steckt. Was zum Geier ist ein Schiedsrichter? Verbrannte Erde! Einige Geschütze kommen aus dem Luftschiff. Halt deinen Arsch fest! Feuert die Raketen ab! Es gibt immer Doppel-Action. Alter! Hast du das gerade auch gehört? Unterstützung an! Ja. Verflucht! Champ gelten keine Regeln, Baby. Feuer! Mein Kammerjäger dein Luftschiff zerstört hat, könnte deine. Weißt du, ich hab extra die Dialoglautstrecke und so extrem runtergedreht, aber dem schreien wir trotzdem das Ohr voll. Was war das gerade für ein scheiß ekelhafter Soundbug? Keine Ahnung. Du bist verletzbar, wenn du die Bonbon-Kanone einsetzt. Gib auf!
Die Bum-Bum-Kanone. Mach sie alle, Kopter! Ein zusammenstück Scheiße! Das Luftschiff kommt zurück! Fancy, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sitze so knapp auf der Stuhlkante, dass mein Hintern praktisch in der Luft schwebt! Warte! Bam! Terminiert! Bam, 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 bam! Nummer 2 auf Pandora! Gut gemacht, yeah. Mädchen! Wow! Yeah. Ich habe eine Herausforderung geschafft! Bin ich gut oder was? Was ist denn jetzt schon mehr für eine Herausforderung geschafft? Keine Ahnung. Du konntest mich nicht stoppen! Ach, schön, dass ich hier was. Ausgezeichnet, Kammerjäger! Komm wieder her, dann geben wir Pisten den Rest! Okay. Warte, wo müssen wir hin? Okay. Bleib mir bloß können wir uns einfach krepieren, oder? Geronimo! Oh! Okay, irgendwie war gerade bei dir das Sound völlig weg. Da habe ich jetzt extra die Mühe gemacht, auf dem Punkt das O hinzuziehen. Ja, und genau dieses hat gefehlt. Finde ich geil. Awesome. It's very, very awesome. Look at my horse. My horse is amazing. Oh, bleib mir mit dem Lied weg. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann dieses Lied irgendwie nicht ab. Ich weiß, wenn man sich die ganze Konstellation mit dem Video zusammen reinzieht. Sich das Ganze mal wirklich durch den Kopf gehen lässt. Yay, wir sind angekommen. Yeah. Hätten wir nicht eigentlich direkt gleich da in der Nähe bei Moxie rausspawnen können, hätten wir den Schnellreisepunkt genommen. Da gab's einen Schnellreisepunkt? Ja, gleich rechts von uns. Ich muss sagen, das war eine erstklassige Leistung, Kammerjäger. Oh Gott, sie spricht mit ihrer Schickimicki-Stimme. Sobald du Champion bist, bist du persönlich zu einer Weinprobe in meiner Sommerresidenz in den Highlands eingeladen. Ach und bitte lade Sir Reginald nicht ein. Nach einigen näheren Gesprächen mit ihm habe ich bemerkt, dass er ein ausgesprochener Rassist ist. Schickimicki halt. Dies ist deine letzte Chance, kapiert? Zieh dich aus dem Turnier zurück, oder ich feuere mit den schweren Geschützen. Und das wird dir nicht gefallen, wenn ein Champ mit den schweren Geschützen feuert. Hast du gehört? So, jetzt aber. Einmal bitte zum Moxie. Ah, wie der Herr ist viert. Okay, ich hatte eigentlich auf die ruhige Fahrt gedacht. Ruhig, was ist das? Kann man das essen? Das ist zum Beispiel ein Punkt, weshalb. Übrigens! Guck mal da oben! Oh! Das fliegt jetzt die ganze Zeit rum! Läuft! Warum? Total geil, oder? Es geht! Ey, ich möchte einmal ein logisches Spiel erleben. Wir haben das Ding in die Luft. Es ist logisch! Nein, wir haben nur den Landschaft zerstört. Oh, gut. Oder die Waffe, ich weiß, mir geht es ja auch. Jo, Moxie. Sieg, Sugar. Oh, gerne doch, Moxie. Jetzt geht's. Nur Pisten steht noch zwischen dir und einer Kammer voller Beute. Du weißt, so, was du zu tun hast, Sugar. Warte mal noch kurz. Bevor wir. Gut. Jetzt zu spät. Rausgehen. Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dieser Folge Borderlands 2. Wenn's euch gefallen hat, ja, ich kann schon ja nicht mehr quatschen gerade. Nochmal, wenn's euch gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Konstruktive Kritik ist wie immer gern gesehen. Und was machst du da? Auf die herumspringen. Gut. Auf jeden Fall, wenn ihr weitersehen wollt, wie der Herr Abrat auf mir herumspringt, schaltet auch das nächste Mal zu einer weiteren Folge Borderlands 2 an. Ich kann dir unter den Rock gucken. Warum machst du das?
In der Hoffnung, dass das zu Cybermobbing zählt. Gut, ich will es gar nicht weiter diskutieren. Auf jeden Fall, gehabt euch wohl und ciao!